und Russland. Und wer das Herzland hat, sagt er, der hat Eurasien. Und wer Eurasien beherrscht, der beherrscht die Welt. Und das ist der Grund, warum die Vereinigten Staaten sagen, wir müssen die Ukraine von Russland trennen. Und Obama sagte auch Brzezinski sagte, Russland ohne die Ukraine ist keine Weltmacht mehr, sondern eine Regionalmacht. Auch Obama hat des Öfteren in seinen Reden Russland als Regionalmacht bezeichnet. Und daher ist die Ukraine das Tor zu Russland. Und daher braucht die NATO die Grenze zu Russland, um auch dort die Radar-Abschirmraketen installieren zu können, mit dem Ziel, nicht wegen der Gefahr aus dem Iran, wie Sie immer sagen, sondern mit dem Ziel Russland, damit Russland nicht verteidigungsfähig ist. Denn die Reaktionszeit wäre zu kurz, wenn diese Raketenschirme so nahe sind. Das heißt, Russland hätte keine Möglichkeit mehr, sich zu verteidigen. Daher ist es verständlich, dass sich Russland dagegen wehrt, dass die NATO immer enger und immer mehr an die Grenze von Russland kommt. Es sind heute, früher waren es ungefähr 1600 Kilometer Entfernung, Raketenentfernung, heute sind es sowieso nur 150 Kilometer. Die Vereinigten Staaten haben daher ein immenses Interesse an einem Krieg in der Ukraine. Erstens einmal, um Russland zu destabilisieren. Russland ist der Konkurrent, so wie China, der die Weltmachtposition, die Amerika derzeit hat, streitig machen könnte. In Russland ist der Großteil der Bodenschätze der Welt, auch das ist ein Aspekt, und auch die Waffenlobby hat natürlich ein Interesse an einem Krieg, denn auch das müssen wir bedenken. Die amerikanische Wirtschaft ist im Absturz. Die amerikanische Wirtschaft ist im Tiefflug. Sie kann sich nur mehr aufrechterhalten durch die Vielzahl von bedrucktem, buntem Papier, das sich Dollar nennt. Und wenn einmal diese Dollarvorherrschaft in der Welt nicht mehr gegeben ist, ist die amerikanische Wirtschaft weg und ist Amerika einem Drittland weg gleichzusetzen. Ja, und diese Bestrebungen gibt es bei den BRICS-Staaten. Diese Bestrebungen gibt es, dass die Vorherrschaft des Dollars zu Ende geht. Und aus diesem Grunde auch hat Amerika das Bestreben, durch einen Krieg vielleicht doch noch die eigene Wirtschaft retten zu können. Ungarn ist auch in dieser Frage ein Zielpunkt der Amerikaner. Denn Ungarn sagt, wir wollen keinen Krieg. Orban hat beim Besuch von Putin gesagt, wir haben 200.000 Gründe, dass es Frieden gibt in der Ukraine. Es gibt 200.000 Ungarn in der Karpaten-Ukraine, die Ungarn natürlich am Herzen liegen. Ungarn ist daher auch gegen die von Amerika verordneten Sanktionen, die in Wirklichkeit Europa treffen, nicht die Amerikaner. Und Ungarn ist auch gegen eine Waffenlieferung, denn wenn es offizielle Waffenlieferungen von den Vereinigten Staaten gibt, inoffizielle gibt es ja bereits, es gibt Waffen, es gibt NATO-Waffen in der Ukraine, es gibt amerikanische Söldner in der Ukraine, Amerika braucht ja nicht mit eigenen Soldaten aufzufahren, sondern hat seine Söldner von Blackwater angefangen, viele andere, die von den Oligarchen finanziert werden. Wenn die Vereinigten Staaten offiziell Waffen liefern, dann muss Russland reagieren. Und es gibt leider sehr viele in den Vereinigten Staaten,
die dafür sind. In diesem Zusammenhang ist es ein Verdienst von Angela Merkel, dass sie doch standhaft geblieben ist und Waffenlieferungen abgelehnt hat. Es bleibt aber abzuwarten, ob sie nicht doch weichgeklopft werden wird und ob es nicht doch zu Waffenlieferungen kommt, die eine Entwicklung einleiten werden, die für uns alle gefährlich ist. Es gibt auch das Gerücht, dass es schon Atomwaffen, kleine Atomwaffen, amerikanische Atomwaffen in der Ukraine gibt und eine solche Entwicklung ist für uns alle gefährlich. Was erschreckend an dieser Entwicklung ist, ist die Tatsache, dass dadurch auch Europa vor einer neuen Teilung steht. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit den 25. Jahrestag des Sturzes der Berliner Mauer und des Falles des Eisernen Vorhanges gefeiert. Und 25 Jahre später sehen wir eine neue Teilung in Europa. Es ist in den Medien nicht durchgekommen und es wurde von den Medien verschwiegen, dass es in der Ukraine einen Plan gibt, der auch bereits begonnen wurde auszuführen, nur scheint Gott sei Dank das Geld zu fehlen, eine Mauer zu bauen in der Länge von 2000 Kilometern. Österreich, die Grenze Österreichs umherum hat 2000 Kilometer. Eine Mauer mit Stacheldraht, eine Mauer mit einem 4 Meter breiten Graben und Wasser, mit Stacheldraht und Minenfallen und ich weiß nicht wie viel, 100 militärischen Stützpunkten. Eine Mauer mitten in Europa, die auch wenn sie nur begonnen wurde zu bauen, und sie wurde begonnen, es wurde auch im Fernsehen gezeigt, Jasenyuk war beim Spatenstich auch dabei, ist es eine symbolische Wirkung, dass es eine Trennung in Europa gibt. Eine Trennung auch zwischen Russen und Russen, so wie es früher zwischen Deutschen und Deutschen gegeben hat, nur deshalb, damit hier Europa und Russland getrennt werden. Und Jasenyuk hat ja auch gesagt, diese Mauer hat keinen militärischen Zweck, aber sie soll dazu dienen, der Welt zu zeigen, dass die Ukraine nicht zu Russland gehört. Der amerikanische Kongress hat 33 Millionen Dollar für den Bau der Mauer bewilligt und die Europäische Union hat zigtausend Euro für den Bau der Mauer an Kiew überwiesen, unter dem Titel Grenzschutz. Aber es kommt ja noch schöner. Klitschko, Sie wissen, der von New Land abgelehnt, nicht Klitsch, sondern Jatz soll Ministerpräsident werden. Klitschko kam im Sommer nach Berlin und hat in Berlin den Mauerbau vorgebracht und hat um finanzielle Unterstützung gebeten und auch um Know-how, weil die Deutschen wissen doch, wie man eine Mauer baut. Und drei Stunden später, nachdem er um Geld für den Mauerbau gebettelt hat, hat er in Potsdam eine Auszeichnung bekommen. Und der Laudator dieser Auszeichnung war unser Außenminister Kurz. Und unser Außenminister Kurz hat Klitschko als Brückenbauer gewürdigt. Ja? Brückenbauer, der drei Stunden vorher Geld für den Bau einer Mauer haben wollte. Diese Spaltung Europas, die im Raume steht und wo wir noch nicht wissen, wie die Sache weitergeht, diese Spaltung Europas hat auch deshalb einen Rückschritt, weil hier von allen eines der wichtigsten Grundelemente jeder demokratischen Ordnung und eines
der Grundelemente des Völkerrechts einfach ignoriert hat. Und das ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Es ist unglaublich und unfassbar, wie man überall in jedem Medium lesen kann, von jedem Politiker hören kann, dass die Krim von den bösen Russen annektiert worden ist. Meine Damen und Herren, Annexion ist eine Einverleibung gegen den Willen der Bevölkerung und es hat hier nicht nur ein Referendum gegeben, sondern wenn man die Vorgeschichte der Krim kennt, und ich war selbst auf der Krim, ich war als Rechtsberater im Jahr 1995 auf der Krim, dann weiß man, dass seit dem Jahre 1995 die Bewohner der Krim, sowohl die Russen als auch die Krim-Tataren, ich war von den Krim-Tataren damals eingeladen, dass beide Völker damals schon weg von der Ukraine wollten, weil die Ukraine bereits im Jahre 1995 die Verfassung der Krim außer Kraft gesetzt hatte, den Präsidenten der Krim abgesetzt hatte und es waren damals schon Unruhen, es war Militär, ukrainisches Militär auf der Krim und vor dem Parlament in Simferopol war ein Panzer. Ich habe das selber gesehen. Seit diesem Jahr 1995 will die Krim weg und es war daher nur eine logische Folge, was dann passiert ist, als die Bewohner der Krim die Russen gesehen haben, was in Kiew, wie in Kiew der Putsch von sich geht, der bis heute nicht untersucht worden ist. Bis heute hat es die Regierung in Kiew unterlassen zur Untersuchung, wer diese Scharfschützen waren. BBC hat in der letzten Zeit durch Interviews ein Licht auf dieses Kapitel geworfen, dass von Anfang an die Scharfschützen auf beide Seiten geschossen haben und offenbar, wie sich das auch aus einem Telefonat ergibt, offenbar von vornherein dazu ausersehen waren, so wie das ja auch in Venezuela gehandhabt worden ist. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker kommt hier unter die Räder. Und auch die Russen in der Ostukraine, das sind 9 Millionen Russen, auch diesen steht das Selbstbestimmungsrecht zu. Und es ist unfassbar, dass jemand sagt, das seien Terroristen, wiewohl die eigene Regierung gegen das eigene Volk einen Völkermord verursacht. Und es ist, wenn man die Genozidkonvention liest, sind alle drei Tatbestände der Völkermordkonvention erfüllt. Das ist der physische Angriff auf die Bevölkerung, das ist die Vertreibung. Es ist ja auch ein Aufruf einmal gewesen von Kiew, die Leute sollen doch Donetsk verlassen und sollen doch nicht dort bleiben. Und es ist durch die Hinterhaltung und die vielen Aktivitäten, die dahingehend waren, die Versorgung der Bevölkerung nicht zu gewährleisten, Strom absperren, Müllabfuhr nicht gewährleisten, die finanzielle und auch soziale Notlage, humanitäre Notlage zu verursachen, auch das ist ein Tatbestand der Völkermordkonvention. Und die Europäische Union ist nicht auf Seiten des Rechtes, ist nicht auf Seiten der Bevölkerung, sondern auf Seiten der amerikanischen Interessen. Wiewohl es viel gerechter wäre und wiewohl es angebrachter wäre, sich mit jenen Gefahren zu befassen, die heute wirklich Gefahren für Europa sind. Und das ist die ISIS. Und das sind die unglaublichen Zustände im Nahen Osten oder in Libyen. In die Ukraine will man Waffen schicken und gegen Libyen gibt es ein Waffenembargo. Das muss man sich einmal vor Augen führen, wo es Chaos gibt, das die Amerikaner selber verursacht haben. Europa ist im Tiefschlaf. Die Politiker sind im Tiefschlaf bzw. haben schon Wahrnehmungsfähigkeit fast verloren oder wenn es diese Wahrnehmungsfähigkeit gibt, dann trauen sie sich nicht, hierüber
etwas zu sagen. Und ich habe gestern einen sehr interessanten Brief eines der Spitzenjournalisten im deutschen Sprachraum erhalten, der in Ungarn auch eine Zeitung herausgegeben hat.